Ich gleich hier Leute wieder. Ach, egal. Da halt nicht. Haut den Igel um, Leute. Ihr habt's verdient. Ja. Auf seinem Hinterteil gelandet ist er. Naja. Aber es gibt natürlich auch die Gruppe an Leuten, an PlayStation-Jüngern, die es bloß so kennen durch PlayStation, klar. Die sind es dann gewohnt, mit so einem Controller zu spielen. Ich finde das super, finde halt andere wiederum doof. Ist ja auch klar. Ergibt sich von alleine dann die Aussage. Aber die kann man nicht ernst nehmen. Die kann man nicht ernst nehmen. Es ist so scheiße, die Sticks so zu haben. Zack. Zack. Einfach nur scheiße. Noah stirbt nicht. Die sollten vielleicht wieder mal rum tot machen, aber ich glaube, das machen die schon. Sollen sie aber gar nicht. Greift den an, den ich angreife, Mensch. Ach, verdammt. Ich bleib bei ihm, bis ich aufgeladen bin. Komm. Könnte reichen. Zack. 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 Hat nicht gereicht. Noah, nein! Das geht doch so nicht. Steh auf, Mensch. Besser. Ja, man sollte mäßig kleinen Typen töten. Ich weiß das genau. Es ist völlig unstrategisch, was ich gerade mache. Aber ist mir egal. Ich bin halt draufgängerisch und so. Wisst ihr ja. Pieks. Dead. Nee, nee, uns geht's gut. Nur der Gegner ist ein bisschen zerklopft worden. Ach, komm schon. Ich wollte doch bloß die Dinger dann. Na. Aber gleich steigen hier ein paar Klassenpunkte auf. Sehr gut. Muss ja auch mal sein, ne? Muss auf jeden Fall Level 5 mit allen haben, bevor ich hier zum nächsten Boss komme, würde ich behaupten. Oder zu dem, den ich meine, auf jeden Fall. Hier ziehen wir noch geiler, natürlich, ist klar. Doppelflötung. Flötung. Oh, dann so rum. Verzeihung. Warte. Doch. So rum. Ich habe nie Querflöte gespielt. Merkt man vielleicht. Bin ja so der Gitarrentyp. Aber Blockflöte kann ich. Ich bin mega gut in Blockflöte. Ich habe damals Blockflöte der Grundschule noch gelernt. Das war damals bei uns Standard gewesen. Heute auch, glaube ich, nicht mehr bei uns. Aber inzwischen, damals war es noch so. Und obwohl ich das damals überhaupt nicht gut konnte in der Schule, ist trotzdem einiges hängen geblieben. Was heißt einiges? Aber ich kann halt noch die ganz normalen Standardgriffe auf der Flöte. Obwohl ich es nur, wirklich nur in der Grundschule und ein bisschen dann nachher auf dem Gymnasium gespielt habe. Ich glaube, die ersten 2 Jahre vielleicht. Also insgesamt vielleicht 3 Jahre gespielt Flöte. Also in der Schule, also nicht groß zu Hause, sondern wirklich nur in der Schule. Weil man übt ja eigentlich nicht, weil man ist ja faul. Es wird nämlich aufgenackt und man hat keinen Bock drauf, also macht man es auch nicht. Wie es ja leider manchmal so ist. Und ich habe immer noch diesen einen Song, der heißt Cowboy Boogie. Die kann ich immer noch perfekt spielen. Ich habe vor ein paar Jahren, zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 20 Jahren, eine Flöte in die Hand genommen. Und dann, ich wusste doch genau, wie dieser eine Song geht. Obwohl ich ihn nur damals in der Grundschule gespielt habe. Es war noch ein echter Grundschulsong, das ist Wahnsinn. Was dann manchmal noch hängen bleibt, ne? Gut, andere wiederum, meine Großeltern damals alle noch und keine Ahnung wer, die konnten ja noch Gedichte von damals. Die habe ich wiederum gar nicht mehr drauf. Ich habe zwar alle damals gelernt, hier Osterspaziergang, Zauberlehrling und so weiter, hat bei alles gemacht irgendwie. Aber das kann ich gar nicht mehr rezitieren. Ich kann bestenfalls nur 1, 2 Zeilen davon aufsagen, das war's dann. Aber diesen Song, diesen Cowboy Boogie, das kann ich noch. Aus irgendwelchen Gründen. Wo ich nie Flöte gespielt habe mir danach. Wahnsinn. Bei uns nur Privatkurse für Blockflöte haben. Meine Eltern hatten das für eine gute Idee. Hielt das für eine gute Idee. Naja. Ich finde es generell nicht verkehrt, ein Instrument zu spielen. Überraschung, Überraschung, diese Aussage von mir wahrscheinlich. Das Ding ist halt, als Kind musst du ja oftmals motiviert werden, sowas zu machen. Weil aus eigenem Antrieb heraus ist es meiner Erfahrung nach selten. Doch meiner privaten eigenen Erfahrung damals war es nicht so, dass ich groß was lernen wollte an Instrumenten, keine Ahnung. Ich wollte damals mal Kampfsport machen. Das war das Einzige, was ich wollte irgendwie, aber aber Instrumente sowas gar nicht, weil ich auch Musik gar nicht gut fand damals. War für mich langweilig und doof und keine Ahnung. Aber als Kind musst du deswegen oftmals motiviert werden von Eltern, da was zu machen,
weil du von dir aus nicht darauf kommst. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen will das Kind das halt dann vielleicht einfach nicht und entsprechend ist dann das Interesse recht schnell weg oder hat aber keinen Bock und macht nichts und sagt, das ist kacke, ich höre auf damit. Oder aber du entdeckst ein Talent und sparst daran und durch diese Förderung der Eltern aktiv kommst du auch zu was. Aber das ist, glaube ich, eher die Seltenheit. Ich glaube, meistens werden Kinder eher dazu gedrängt, von Eltern was zu lernen, was sie nicht wollen und trauen sich zu sagen, ich will nicht und dann ist halt auch Mist. Aber dass man zumindest Impulse gibt und Kinder probieren lässt, das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und wenn sie weitermachen, dann läuft und wenn nicht, dann ist es schade. Aber ist dann so. So. Was passiert alles, okay? Was ist los mit dir? Flüssigkeit. Blibla braucht Flüssigkeit. Hast du Durst? Sollen wir dir Wasser bringen? Flüssigkeit, egal welche Form. Blibla stirbt an vertrocknetem Mund. Okay. Kein Plan, was hier los ist, aber lass uns mal dieses Wuschelbällchen was zu trinken bringen, hä? Alright. Armer, erschöpfter Händlerpon. Hab ich was dabei, zufälligerweise? Is this what you wanted? Ja. Oh, achso, ich muss. Ah, Inhalt 2, ja, ich muss wieder. Könnte knapp werden. Aber auch schön, es war in Teil 1, 2 nicht so gewesen. Ich sehe hier bei jedem Item, was ich mal gemacht habe, wie viel Potenzial dazu gibt. Das ist angenehm. Aber wie gesagt, es reicht. Oh doch! Ja, es ist zur Verschwendung, aber es reicht. Ich hör's nicht so gut und habe es auch nicht besonders gut gekonnt. Ja, wie gesagt, sowas gibt es ja eben auch, Kurin. Ja, Blibla ist ewiglich dankbar. Mhm. Freunde sind gute Freunde. Kein Problem, wir sind froh, wenn es dir besser geht. Aber was ist passiert? Warum warst du an so einem ohnmächtigen Ort fast... Oh, warum warst du ohnmächtig an so einem Ort? War ja doch gar nicht. Geschichte ist viel zu lang. Blibla will Freunden ja nicht huckevoll labern. Echt mal. Wie du meinst, ist uns völlig recht. War nur so. Blibla... Fängt doch an, ne? Blibla wollte zu Hügel Feronis fragen, wo Lehrling wartete, aber stürzte unterwegs. Hab und Gut flog überall hin. Alles außer Hammer auf Biblas Rücken wurde sofort gemobst und kaputt gemacht von fiesen Monstern. Ist jetzt super pleite. Blibla war völlig am Ende, schlurfte und schlurfte und nicht einen Schluck zu trinken. Jetzt erzählst du es ja doch, hä? Skontoto ist Biblas Lehrling und muss Treffen schon oberfreudig erwarten. Dank Freunde ist Blibla gerettet worden. Hihi. Blibla wird noch winzig kleine Sickerchen machen und dann zu Lehrlingen. Jo. Ja, übernehm dich nicht, okay? Straßen sind sehr gefährlich hier. Freunden machen keine Sorgen. Nein, nein, nein. Beinchen von Blibla sehr gut für ihn davonhuschen. Mhm. Musst du trinken haben. Ja. Und auch gut im Hinfallen, wie es aussieht. Quatsch mit Soße. Blibla passt jetzt auf und wird bald von Freunden, bei Freunden für Hilfe revanchieren. Mhm. Ja. Hau rein, Blibla. Blub. Yeah. Great, guys. Keep this up. Pretty great. Ich hab gesehen, es gab gerade 400 Harmoniepunkte für die No-Porn-Karawanen. Sekte. Ja, Sekte. No-Porn sind immer eine Art Sekte. Die No-Porn sich zusammen, die Sektenmitglieder. Ganz, ganz schlimm. Muss man gewaltig aufpassen. May you sleep peacefully. Genau, mach das mal. Schon krass, Uraya da zu sehen, ne? Das arme Vieh, völlig zerlöchert. Something so valuable here. Nur weil sie so viel Sekt trinken. Ja, bestimmt deswegen. Tja. Da ist ein riesiges Loch da hinten drin, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, wisst ihr noch damals, als wir in Urayas Mund reingeflogen sind, das klingt irgendwie komisch, und da drin rumgelaufen sind? Das geht jetzt nicht mal so gut. Da, wo das Loch ist, dürfte ungefähr Söldnerlager damals gewesen sein mit Vandam. Mhm. Wisst ihr noch damals, auf dem Schwert von McConnell rumgelaufen sind? Jetzt steckt es hier in irgendeinem Titanen drin. Sowas aber auch. Wie sich die Dinge ändern können. Unglaublich. Guck mal. Ein Alien-Mutterschiff. Also Alien, die Filmreihe. Das hat ein bisschen Ähnlichkeit von diesen... Prometheus-artigen Raumschiffen-Dingern. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Flop. Well, we've been found. Blöder Wolf! Der eine Hygiene bringt. Vielleicht ist es nicht so. Hm.
Findest du nicht, Metroid? Ich finde, das hat so ein bisschen Alien-Vibes. Doch, doch. Ich meine, es ist eher eine Hand, klar. Also, ich glaube, ich dürfte eine Hand sein. Ne? Aber irgendwie... Ein bisschen habe ich da Vibes von. Zack. Yeah, Talentgemeister, siehste. So läuft das hier bei uns. Warte. Talentgemeister? Habe ich Level 10 schon? Oder war es Level 5 gewesen, wo das passiert? Muss ich gleich mal nachsehen. Sammeln, sammeln, sammeln. Warte, stirb nicht. Lass mich dich töten. Na verdammt. Eia. Ach, nicht ganz geschafft. Oh. Kartoffelstampf gemacht, der Lance. Hier, dieses Regending da vor allem, ne? Das hat schon was davon irgendwie. Ja, es geht grob in die. Es ist wirklich nur eine grobe Assoziation. Ich hab, muss ich dazu sagen, sehr schnell Assoziation mit anderen Dingen, auch wenn sie recht unterschiedlich aussehen. Aber wenn die nur ganz, ganz wenige Ähnlichkeiten haben, Merkmale, die sie ähneln, sehe ich sowas ziemlich schnell tatsächlich. Ich weiß nicht, meine Fantasie ist vielleicht ein bisschen zu blühend an der Stelle, aber ich beschwere mich. Ich find's gut. Und ja, Level 5 tatsächlich bloß. Okay, gut. Soll mir recht sein. Eigentlich will ich an der Story weiter, aber ich will Container und so aufmachen. Oh Mensch. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. What are you hiding, little guy? Genau, was eigentlich? So mag keine Nopalmünze, wie es aussieht. Ein bisschen Gold. Gold! Ich glaube, ich muss da lang laufen. Ich glaube, darunter geht's nicht. Okay, ist ja gut. Weil er blau ist, ne? Sonst würde ich ihn komplett ignorieren. Schwöre. Komm schon, ja. Mann, nicht immer bewegen. Verdammt, ah! Verkackt. Nö, ich hab's verkackt. Egal. Nicht so schlimm. Vor allem von da oben können wir runterspringen, das weiß ich schon. Da ganz oben. Da kann man raufkraxeln. Und dann schön tief. Ich mag sowas, da wisst ihr ja in den Spielen. Wenn man super tief springen kann und dann irgendwo sicher landet, ist es aber mega. Geiles Gefühl. Zack. 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 Hä? Hä? Moment, was? Er hat bei jetzt einen Angriff nicht aktiviert. Wieso das denn? Frechheit. Sollte eigentlich. Finde ich nicht gut. Finde ich wahrhaftig nicht gut. Nee, so eine Angriff sie noch hier, die würde ich gerne meine Dreier-Kombo machen. Das ist ein Vierer-Kombo, yeah. So muss das sein. Awesome. Siehst du, weil wir ja was machen. Ich aktiviere es immer nicht, weil ich nur gegen einige kämpfe hier auf einen Angreifer. Wenn dann zweiter dazu kommt, wie jetzt gerade. Ne, es ist doch wieder wichtig, das zu tun. Dreh dich weg von mir. Danke dir. Dreh dich wieder. Ach. Lass mich da mal in Ruhe. Bin nicht die, die du willst. Glaub mir das. Zack. Au. Edge, trotzdem gestorben. Plop. Dead meat. Stirb, du Igler. Das war einfach. Kommen die ganzen Erkundungssachen, kann ich zum Teil auch immer noch machen, wenn ich offscreen spiele und grind und so weiter. Ich will jetzt noch ein bisschen Story haben. Nee, ich bin jetzt nicht nach rechts abgebogen oder so. Nein, bin ich nicht. Wer sagt denn sowas? Ist doch gelogen. Ich bin genau da, wo ich hin muss, storymäßig. Ich bin nicht abhanden gekommen. Nö. Ich habe genau das gemacht, was ich gesagt habe.
geht einfach nicht in so einem Spiel. Es geht einfach nicht. Ach, man hätte so ein... Da ganz hinten siehst du... So ein Nidos oder keine Ahnung, was für ein Gegner. Fies. Ja, ja. Lalala. Ich bin gar nicht hier. Ich bin echt da vorne, wo der Ausrufezeichen rote Balkenmarker ist. Ne? Ich bin nicht hier. Ich habe gerade keinen optionalen Gegner, ich besiege. Ne, muss auch nicht sein. Wozu auch? Was würde ich niemals tun? Hallo? Ich bitte euch. Wäre auch Quatsch. Naja. Aber du musst zu den Credits. Ja. Gib mir noch 100 Spielstunden oder so. Dann sind wir bestimmt auch da. Ich rush ja durch das Spiel durch normalerweise. Und ja. Ich rush aber ernst gemeint. Hey, ich habe Klasse gemeistert. Und ich glaube, Matt Trace, der Erste, der mir zustimmt, wenn ich sage, mit 130 Stunden, die ich im Originalspiel gebraucht habe, die Story durchzuspielen, bin ich eher gerusht als alles andere. Und ja, ich habe 130 Stunden gespielt im Originalspiel, Teil 3, als die Story dann durch war. Habt ihr schon vielleicht beim Speichern gesehen, dass ich meine einweihenden Spielstunden bei der entsprechenden Zeit habe? Siehst du? Hab aber beim besten Willen nicht alle Nebenquests gemacht gehabt. Das habe ich auch schon mal hier und da erwähnt. Ich habe dann gedacht, ich will mir das Ende sehen, weil ich wollte das Ende wissen. Ich wollte wissen, was passiert, weil es so spannend war, die Story. Und dachte mir so, ja gut, dann mache ich halt Nebenquests und sowas alles danach. Das Problem war einfach nur gewesen, in Teil 3 war das Ende so... War das Ende einfach so, ich will nicht zu viel sagen. Aber ich hatte danach einfach keine Muße mehr, weil ich den Sinn nicht gesehen habe, die Nebenquests zu machen. Das war in Teil 2 und 1 ein bisschen anders tatsächlich, aber in Teil 3, nach dem Ende, denke ich mir so, irgendwie sie Nebenquests zu machen, ist total Krise. Das bringt irgendwie nicht mehr. Darum haben wir es dann damals irgendwie gelassen, tatsächlich. Wie abgelehnt, Dr. Fake Arnold. Ich wollte schon Dr. Crawler sagen, aber... Ne, wegen der Aussage. Du darfst nichts ablehnen, du bist der Lauch. Du musst akzeptieren. Weißt du doch. Wie lange ist es denn noch? Man sieht schon, das ist ein wirklich sehr weites, großes Gebiet hier. Ich würde bald sagen, das geht schon fast in Richtung Gormod, wenn nicht sogar mehr. Ach, verdammt, ich würde das hier machen. Es sieht nicht so viel aus irgendwie, wenn man so hier reinzoomt, aber ich habe gerade einen sehr langen Laufweg, du von hier nach da. Und die Karte ist noch ein bisschen größer. Aber ich glaube, es ist auch eine der größten Karten im ganzen Spiel, die wir jetzt vor uns haben, tatsächlich. Also das Gebiet an sich. Es sind sehr große Gebiete hier. Und ich will es nicht ganz festmachen, aber ich würde behaupten, Teil 3 ist am größten von allen. Auch wenn es gar nicht so wirkt auf den ersten Eindruck irgendwie. Aber ich glaube, Metro ist auch vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber ich habe das Gefühl, vom Gefühl her ist es länger, ist größer als alles andere. Egal. Keep it together now, Mimi. I'll drag you along myself if I have to. I mean, I get that it's hot, but really? Whether we're talking food or weather, Mio does not take to heat. I knew this would happen. Heat's never bothered you, has it, Lance? Nope. I'm made of sterner stuff. Ja, so wie ich. Honestly, I'm starting to feel a little worn out. A spot to rest would be nice about now. Hey, look! There! Mimi, look! It's water! There's an oasis! Water? Yeah, water! Water! Come on, let's go! Yeah! Water! Und sie kann wieder laufen. Sehr schön. Oh, come on. Talk about overreacting. We should be thankful they're back in high spirits. Let's just hope it's not a mirage. Wie laufen man da wie Bekloppte? Bekloppt? Ja, oh. Sah eben nicht ganz so diesig aus. Sandsturmgefahr. Oh, kann ich das anvisieren? Nee, kann ich nicht. Zu weit weg. Ruhiges Kami, ja, ja. Welchen Level haben die großen Viecher denn da drüben? Ist übrigens keine Nidosse, sehe ich. Oh!
50 übrigens. So um 50 rum. Ne? Sehr hübsche Kreaturen. Sehr gefährlich für mich aktuell. Ich find's ulkig. Die Dinger sind zwar wuchtig und irgendwie brachial, aber doch irgendwie kleiner als eben zum Beispiel so ein Nidos, bin ich der Meinung. Ich bin sicher, so ein Nidos in Teil 1 im Magna Forest war doch ein bisschen größer als der hier. Wanted Wonder, was? Okay, Xenon 3 findet er größer als 1. Aber 2 findest du nicht größer als 1? Nee. Also ich habe das Gefühl, dass 1 von allen Teilen echt am kleinsten ist, von den Gebieten, die man bereisen kann. 2 ein bisschen mehr ist, vielleicht nicht so viel, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und naja, 3 ist halt das Größte einfach. Also zumindest bei 3 sind wir uns auch mal einig dann. Aber es ist halt bloß ein Gefühl, ich habe es nicht ausgemessen oder so in der Richtung. Aber auch gemessen an der Spielzeit, die ich dann investiert habe in das Spiel. Ich meine, ich habe bei Teil 1 auch alle Quests gemacht damals. Alle Quests gemacht. Nicht im Let's Play, aber für mich. Und das sah ich auch schneller durch als in Teil 2. Klar, es hat auch nichts zu heißen, weil Quests hier und da ist ja nicht gleich Gebiet ablaufen, aber in Teil 2 habe ich auch noch einiges offen gehabt. Da habe ich auch nicht alles zu Ende gemacht, glaube ich, letztendlich. Keine Ahnung. Mir kam 2 größer vor als 1. Richtig, ja. 2 ist schwierig, weil er hat getrennt, das Ganze. Aber für mich fühlt sich größer an, aber ja, das ist reines Empfinden. Push. Zack. Komm, komm. Ich will doch nur zur Story gehen. Mehr will ich doch gar nicht sehen. Meins. Zack. Ich will die nächste Kampfmechanik haben. Los, los, los. Zack, bumm. Läuft. Gut gemacht. Achso, ich will... Den falschen anvisiert. Der war zu weit weg zum Angreifen. Gar nicht drauf geachtet gerade. Ich wundere mich, der schiebt nie irgendwo rum. Aber ja, das war der Bruder gekommen. Meckert doch nicht. Ach, hier, ach so. Hier bin ich ja storymäßig. Okay. Guck mal, Blibla. Schon wieder. Kreis gefunden. Ah, die sind nackig. Ah, zieh dir was an. Ah. Hier zieht was aus. Kein Ding, wir haben 18 Stream hier. Das ist okay. Then my turn. You too. Don't happen every day. Yeah! Wow! Uh-oh. Ja, mitten in die Mitte, Alter. No bottles here. Na, die machen das Match heute. Das ist Programmiererfaulheit einfach. Designer besser gesagt. Never do that again. Come on. You're already soaking wet anyway. What difference does it make? The difference is you're an asshole. What's the difference? Oh, I've got war in my ears now. In den Ohren oder in den Flügeln? Wichtige Frage für mich. Ach, immer noch Cody beiden. Staying here, are you? I've got something to take care of. I'll send it to you now. A map. From the survey branch. Annihilation events occur frequently here. Annihilation events? You mean... Ja, genau, Metroid, genauso. Ah, ja, hurra, ja, wieso? Look. It happens here too. Naja. Given our route, we should take the safest way possible. Very cautious of you. It's my duty to be. Thank you. Sure.
Siehste? Klammern ausgezogen. Kein Ding, Metroid. Easy. Ah. Boah, war das erfrischend, Mann. Cool, ey. Und, wie geht's dir, Mio? Naja, nach dem kühlen Bad besser als vorher, danke. Da bin ich erleichtert. Vom Schwimmer jetzt aber echt Kohldampf bekommen, Leute. Ich fange wieder an mit Leute, ne? Ist egal. Wir müssten noch ein paar Rationen übrig haben. Lass uns Pause machen und... bin ich eigentlich der Einzige, dem unsere Reise etwas gemächlich vorkommt? Du warst doch mit Abstecher in der Oase einverstanden. Ich hielt es für notwendig, um Kräfte zu schöpfen und eine weitere Route zu ermitteln. Du hättest aber mal was ins Wasser springen können, um dein Mütchen ein bisschen zu kühlen. In dieser Ödnis ist die Sicht zwar gut, aber trotzdem sollte stets einer von uns Wache halten. Da hast du wohl recht. Danke, Tayon. Dank dir kann ich mich ein bisschen von den Strapazen erholen. Seit wir zusammen ein Team sind, kann ich mich immer auf dich verlassen. Ja, wenn du nicht wärst, wären wir schon längst alle tot. Wahrscheinlich. Tja, ich sehe es einfach als meine Aufgabe an, immer die bestmögliche Strategie auszuarbeiten. Das ist simple as that. Grins, grins. Gut, dann lass mal hören. Auf welcher Route kommt man am besten durch die Ödnis durch, hä? Sehr gern, pass auf. Wir sollten von hier aus weiter nach Süden gehen, bis wir zur Ribi-Ebene kommen. Das klingt nach einer Längewanderung. Tja, wenn wir noch ein bisschen durch die Wildnis latschen müssen, dann könnten wir auch ein Lager aufschlagen, oder nicht? Wer weiß ja, was wir als nächstes Mal Wasser stoßen. Könnte eine Weile dauern. Gutes Argument, aber... Tayon, wir waren dann schon ewig durch die Ödnis. Ungefähr 10 Spielminuten. Du brauchst auch eine Pause, genauso wie wir. Gib's wenigstens zu, okay? Außerdem habe ich auch Hunger. Mimi. Mimi, Mimi. Was für ein Lauscher von Manana, hm? Hat jemand das Zauberwort Hunger gesagt? Rico, Manana, wo kommt ihr denn her auf einmal? Was ist denn los? Ja, waren Happy-Happy-Zutaten sammeln. Hier im Umfeld von Oasi gibt's bessere Schmackofatz als in Öderation, jawohl. Körper braucht von Zeit zu Zeit Leckerzeug, sonst macht Körper irgendwann schlapp. Und deshalb wird Manana jetzt oberleckeres Happy für Freunde zubereiten. Ha, du willst kochen? Hier. Richtig gehört, ja. Manana ist eine echte Weißerköchin, ja, könnt ihr glauben. Aber dauert allerdings 2 Stunden, bis Schmackogericht verzehrfertig ist. Bitte geduldig warten. Was? 2 Stunden? Oh, würde es ein 5-Gänge-Menü oder was? Wie lange kann es dauern, einen Zutat in Topf zu werfen und Feuer drin zu machen? Was ist denn da los? Meme? Was für schreckliche, schädliche Ansichten sind das denn? Denken Freunde, bei Essen geht es nur um simple Aufnahme von Energie? Nee. Gute Zutaten nicht leckerstmöglich zubereitet, ist großes Verbrechen. Sehe ich auch so. Vielleicht können wir dir ja auch helfen, Manana. Das müsste ein bisschen schneller gehen dann, oder? Nee, ja, wenn unbedingt sein muss. Dann muss Manana aber unbedingt eine Bedingung stellen, klipp und klar. Abschmecken darf nur Manana, niemand sonst. Verboten! Rico ist geil. Ich mag Rico. Ja, super. Das nächste Feature dieses Spiels kennen wir so ähnlich aus Teil 2. Es ist aber abgewandelter Form. Essen, kochen, machen, plapp. Oh. We got time to kick back a little. Mach Essen. Okay, Dr. Tutorial. Sounds yum. Tutorial, ist mir so egal. Links die Gerichte aufgeführt, aha. Aber ich habe ja keine große Auswahl, ne? Also, so, das kochen wir jetzt. Aktive Effekte habe ich gerade keine. Und das hier gibt, wie ihr sehen könnt, Effekte. Nicht in der Art wie Verteidigungsboost, Heilungsboost, Critboost, keine Ahnung was wie in Teil 2. Die Tascheneffekte, die man ja auch mehr oder weniger durch Kochen herkriegen konnte oder kaufen konnte, ist so ähnlich. Jetzt will ich jetzt in dem Fall auch mehr XP, mehr Klassen-EP, mehr EP für den Level und so weiter. Ganz geil eigentlich. Aber ich bin kein großer Fan von Kochen und solchen Schnick-Schnack-Zeugs in Spielen mit Buffs, aber es ist okay. Ja, es ist nett, das zu haben. Ich fände es geil, wenn es eine Option gibt, sowas zu kriegen, ohne das machen zu müssen, aber naja, es ist okay.